Willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Ja, ich habe mir das mal angezogen, um euch das mal ganz schnell noch zu zeigen. Weil ich ein Idiot bin, dann wollte ich das gleich mal ausnutzen, gleich in Verbindung bringen. Ich habe ja jetzt alle lila Coins, aber ich habe vergessen mir noch, das ist mir gerade eingefallen, als ich beenden wollte. Ich habe vergessen mir dieses Secret, was heißt Secret? Nicht Secret. Ich habe vergessen mir. Oh, jetzt komme ich nicht drauf. Mir fehlen manchmal die Worte. Das ist unglaublich. Hallo? Komme ich mal klar in meinem Leben? Ich habe vergessen mir. Weißt du was? Leck mich am Arsch. Auf jeden Fall. Ich teste das nochmal ganz schnell mit den Lampen aus. Das interessiert mich einfach mal gerade irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das verleitet mich einfach dazu, das jetzt einfach auszutesten. Vielleicht lohnt es sich ja, alle Lampen anzumachen. Kann ja sein. Ausstellungsstück, genau, jetzt ist mir das Wort wieder eingefallen. Oh mein Gott. Genau, Ausstellungsstück. Ja, ja. So, hier ist auch noch eine Lampe. Das sind auch noch Lampen. Hier und hier. Hier ist noch eine Lampe. Ah, die habe ich schon. Ja, scheint sich aber nichts zu tun. Geil, alles umsonst, oder? Weil hier ist auch noch eine. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich will noch das hier haben. Genau, diesen Hutturm. Die Hutturmfigur. Ganz genau. Vielen Dank. Ja, ja, ja. Dankeschön. Ja, huhuhu. So. So. Hier ist aber nichts mehr, ne? Nee, nee. Oder hast du mir noch was zu sagen? Willkommen zu LinkedIn, den ganzen Stolz des Hutlandes. Solche, nein, Anleitung weiß ich. Sei vorsichtig da draußen, ja, 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 ja. Ich bin schon vorsichtig genug, mein Freund. Ich bin schon vorsichtig genug. Alter, ich will jetzt wissen, was passiert, wenn man alle Lampen hat. Ob das überhaupt Sinn macht, die anzumachen oder nicht. Weil hier unten sind auch noch Lampen. Und hier sind auch noch Lampen. Vielleicht passiert was, keine Ahnung. Kann doch sein. Aber bis jetzt geschieht nichts. Das ist einfach alles für die Katz. Nichts passiert. Es sei denn, ich vergesse irgendwo eine Lampe und ist alles umsonst. Na egal. Würde ich mal sagen, es geht zurück. Und ja, ab ins Kaskadenland, genau. Ja, Kaskadenland, ja. Ich habe einen Namen gesucht, aber das ist das Kaskadenland, ja. Auf irgendeinem Hügel ist da vielleicht irgendwo ein Powermond? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen und ich will es nicht wissen. Aber was ich wissen will. Was ich definitiv mal wissen will. Wenn man hier auf der Odyssee ist, kann man hier was machen? Man kann hier rumhüpfen, ja. Okay. Und hier? Kann man Cappy draufwerfen. Ja, nun, cool, nice. Okay. Zack. Rein hier. Umziehen. Am besten in Standard Mario Uniform. Sehr gut. Und dann ab zum Kaskadenland. Ab, zurück. Zurück, ab, zurück. Zurück, zurück, ab. Ich will zurück. Power, die Power Mond habe ich gefunden. Sehr cool. 94 haben wir jetzt. Wow, wir sind kurz vor den 100 Powermonden. Ja, ich möchte... Anderes Land, ja, genau. Sehr gut, Cappy. Kaskadenland. Da würde ich gerne hin. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Danke. Die Anleitung brauche ich jetzt nicht nochmal. Falls du mich damit zutexten willst. Doch, du sagst es mir aber. Gut, das kann ich auch nicht überspringen. Ja, ja, ja. Überspringen. Und jetzt Kaskadenland. Ja, genau. Ziemlich cool. Okay. So. Zurück in Kaskadenland. Mit dieser wunderbaren Musik. Dieser wunderbaren musikischen Musik. Ist hier vielleicht irgendwo ein Powermond versteckt? Weil im Dingsbums, im Seeland, da war... Das war ganz komisch im Seeland. Da gab es so ein Porträt. Das hat das Kaskadenland gezeigt.
dass da irgendwo was ist. Das waren zwei Bilder nebeneinander. Ist unterm Wasserfall vielleicht was versteckt? Nein, okay, gut. Hätte ja sein können. Kann man aber... Wie viele Powermonde brauche ich denn überhaupt noch? 10 Powermonde brauche ich. Und irgendwie fehlt mir einer in der kompletten Nähe. Okay, ja. Sprechen wir mal mit dir. Hey. Ja klar. Cool, ja. Cool, markier mir ein. Vielen Dank. So, würde ich sagen, Backtrack in the... Gibt es ja eigentlich auch ein Hutland? Ja, gibt es. Aber lol, hä? Warum zur Hölle? Wieder diese Cappies. Dingsbums. Okay. Herzlich willkommen. Ah, na klar. Logischerweise kann man sich natürlich auch noch einen Powermond kaufen. Gut. Das kann man immer. Jetzt fehlen uns auch nur noch 9 Powermonde. Ich habe natürlich aber allerdings wirklich gar keine Ahnung, wo die anderen sind. Bevor ich jetzt hier hingehe, will ich noch die letzten Münzen finden. Oder will ich die letzten Münzen finden? Nö, ich gehe jetzt erstmal hier hin. Mir fehlen ja nur noch 4. Willkommen. Oh, lol. Oh, ist das geil. Oh, ist das cool. Her damit. Ja, na klar ziehe ich mich um, damit es zum Part passt. Jo. Steinzeit. Das ist doch Neandertaler-like, Alter. Jetzt umziehen. Natürlich. Ja, dann kaufe ich mir gleich den Sticker noch. Von Jurassic Park. Und noch den großen T-Rex. Jetzt brauche ich noch 4 Münzen, um mir das letzte Accessoire zu kaufen. Oh, das sieht so nice aus, ne? Ach, das ist einfach nur cool. Zeig mal her hier. Uhu, das sieht so verdammt cool aus. Gehen mal. Gehen mal, wie sieht denn das als eine Antartaler aus? Los. Gehen mal. Ja, was ich cool finde bei Cappy, bei denen kommen einfach die Augen dann original aus diesem Stein-Dingsbums-Hut. Na egal. Gut, mir fehlen noch 9 Monde, nur ich weiß nicht, wo die sein sollen. Hier könnte allerdings noch was sein jetzt. Jetzt, wo die Odyssee weg ist? Nee, okay, gut. Hätte ja sein können. Nee, Moment, das leuchtet. Sag bloß, da ist ein Powermond jetzt drin. Geh doch mal kaputt. Nicht runterrollen, nein. Geh doch mal kaputt. Alter, da muss ein Powermond sein. Geh kaputt. Geh kaputt. Geh kaputt. Danke. Tatsache. Wow. Das war gut. Das war gut. Ein cooler Powermond. Lass mich in Ruhe. So, und zwar folgendes. Ja, gibt es so einen Ort? Ich muss den erstmal wieder finden. Und bei diesem Ort, jetzt muss ich dich erstmal wieder kapern. In diesem Ort war so eine große Retro-Station. Moment, ich glaube, ich weiß, wo das war. Das war nicht hier. Da war so eine große Retro-Station. Also, ja, gut, wenn man es so beschreiben kann. War ganz retro-mäßig. Und da war ein Gebiet, wo ich beim ersten Mal nicht hochkam und ich mir dann dachte, nee, das probiere ich nicht nochmal. Moment mal, warum mache ich das? Ah, war das hier unten? War das das? Bitte, 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 bitte. Sehr gut, die hier meine ich. Da war nämlich, hier waren Münzen, genau. Ich wollte nur mal gucken. Ja, doch. Doch, doch. Da oben. Wo die Dinger aufhören. Du kannst mir nicht sagen, dass es da nicht hingeht, oder? Ich kann es nur probieren. Wo ich das erste Mal nämlich probiert habe, da dachte ich mir, nee, das ist unmöglich, das funktioniert nicht. Und dann habe ich es gelassen. Aber das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da was sein muss. Ansonsten kann man da noch nicht hoch, oder? Oder? Ich kann es so testen. Aber das macht ja einfach nichts, weil dafür ist ja dieses Spiel bekannt, damit man testet und erkundet.
So. Jetzt aber. Die Kamera kann man auch bewegen, sodass man weiß, wann man in Richtung Moment abspringen soll. Jetzt zum Beispiel. Komme ich jetzt da hoch? Ja, ich bin tatsächlich oben. Kann man jetzt... Gibt es hier oben jetzt was, oder? Ja. Tatsache. Kein Powermond, aber dafür die letzten Lila-Coins. Lol, das heißt, ich hätte auch... Als ich die Welt das erste Mal gespielt habe, hätte ich rein theoretisch auch alle Lila-Coins so gefunden. Und nicht warten müssen. Ah. Ach, Mann. Ah. Na, egal. Ja, Katzen-Peach mal wieder am Start. Hat das hier... Nee. Ich frage mich auch, warum die Dinger hier sind, aber man die nicht zerstören kann. Das kann man einfach nicht zerstören. Das nervt mich ein bisschen. Komm, mach mal hier alles gleichzeitig. Danke. Ja. Ich nehme jetzt mal den T-Rex hier wieder. Was ist das hier? Der soll da irgendwo sein. Dafür brauche ich nochmal den T-Rexy. Oder brauche ich dafür den T-Rexy? Ich kann ja auch hier hochgehen. Macht ja auch nichts. Schade ja nicht, ne? Schade ja nicht. So, jetzt bin ich wieder hier oben. Hier oben ist aber nichts, ne? Auf dem Horn. Auf einem Horn ist nichts. Und auf dem Horn? Ganz vorsichtig, ich will nicht runterfallen. Kann man das Horn irgendwie? Nee, okay. Und hier? Kann man die Nase irgendwie runterstampfen? So wie bei Yooka-Laylee? kann man... Ah, wäre lustig gewesen. Scheiße, wäre lustig gewesen. Ja. Da muss ja anscheinend irgendwo ein Powermond oben sein. Irgendwie im Himmel oder so. Lass mich mal kurz gucken. Bin ich auf der richtigen Fährte? Hier irgendwo soll einer sein. Verstehe ich nicht. Da ist doch nur Captain Toad. Ne, Moment. Genau hier? Hä? Kann man Kettenhunde irgendwie töten? Oder ist hier irgendwo was versteckt in so einem Stein oder so? Oder kriegt man was, wenn alle Steine zerstört sind? Probieren geht über Studieren, ne? Deswegen bin ich ja hier, um nochmal zu gucken. Oh, geh mir doch aus dem Weg. Die Musik ist traumhaft. Aber sieht schlecht aus. Sieht schlecht. Oh, ey, hast du einen Arsch offen? Das sieht so verdammt fucking schlecht aus, dass hier irgendwas sein könnte. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hier ist anscheinend wirklich nichts. Kann man aber diesen Dino-Kopf irgendwie... Nein, kann man nicht. Der Powermond soll irgendwo hier sein. Kann doch nicht einfach in der Luft sein. Das geht doch nicht. Er kann doch nicht einfach in der Luft sein. Er ist aber genau hier. Au! Lol, ich bin fast tot. Warte mal. Wartet mal. Das muss ich jetzt testen. Ein Moment. Da habe ich gerade was im Augenwinkel gesehen. Hier. Oh lol, hier kann man tatsächlich lang. Und hier ist ein Powermond. Den habe ich gar nicht gesehen. Hinterm Wasserfall. Ist das nice. So, das war's aber auch hier, ne? So, mir fällt eigentlich spontan nicht mehr ein, deswegen. Geht ja weg.
So, der Toad hat mir irgendwas markiert, wo ich mir denke, what the fuck? Aber kann der Toad mir denn noch, Moment. Ist vielleicht jetzt das Gemälde aktiv? Nein, ist es noch nicht. Wann ist denn das Gemälde aktiv? Bestimmt ist das Gemälde nur aktiv. Was ziemlich geil wäre von Nintendo, was dann Spoiler zurückhält. Für ein Kingdom, was noch kommt. Und wenn ein Kingdom noch kommt, dann zeigt das Nintendo anscheinend nicht diese Gemälde. Dann sind die erst aktiv, wenn man das Kingdom schon betreten hat. Was? Da hinten soll was sein. Oh. Da? Oh. Ist mir doch klar. Für dieses Land hast du keinen Hinweis mehr auf Lager, ja? Aber habe ich nicht ein Amiibo hier eingescannt? Nee, ne? Habe ich nicht gewartet? Ach so, doch. Moment. Entschuldige, etwas... Ah. Ja. Nö, nee, komm. Weg. Nee. Jetzt habe ich keine Hinweise mehr. Jetzt bin ich komplett auf mich gestellt. Aber der Vogel hat doch bestimmt noch was separat, oder? Also auf Lager. Ich kaufe mir auf jeden Fall erstmal das letzte Accessoire. Was man sich wahrscheinlich irgendwo hinhängt, weil es sieht ziemlich cool aus. Geile Trophäe. So. Nee, Kartons ist nichts, ne? Das sind halt einfach Lagerkartons. Das sind halt einfach fucking Lagerkartons, ne? Es sind Lagerkartons. Es sind einfach fucking Lagerkartons. So. Vogel. Hast du was? Raserei in der Dino-Höhle. Oh. Okay, dann sollte ich nochmal zur Dino-Höhle zurückkehren. Dann gucke ich nochmal zur Dino-Höhle. Nee. Weil wenn ich komplett gar nicht mehr weiter weiß, dann... In Zukunft werde ich mich natürlich anstrengen, mehr zu suchen, aber... Aber in der Dino-Höhle ist doch nichts mehr. Ich meine, man kann hier nirgendwo hin. Oder? Kann man hier irgendwo hin? Oder ist mir irgendwas entfallen, oder? So. Ja gut, man kann irgendwie, könnte man vielleicht irgendwann mal... Oh. 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 Ein Moment. Oh. Geh mal hier runter. Was? Oh mein Gott. Ah, Moment, ich kann ja mit Dino. Lol. Ah, hier komme ich nur mit Dino ran. Ist ja heftig. Okay. Was ich sagen muss, was mich ein bisschen nervt, ich fand es immer ganz cool, wenn die ganzen Powermonde immer oben zu sehen waren, oben links. Aber wenn man einmal anscheinend das Kingdom verlassen hat, fängt es anscheinend nochmal komplett von vorne an. Die Anzeige, die Powermond-Anzeige, die fängt anscheinend nochmal komplett von vorne an. Aber okay. Ich kann ja nichts dagegen machen. Wie viele Monde brauche ich jetzt noch? Ich brauche noch 6. Einer ist auf jeden Fall die Insel, das ist klar. Du hast keine Hinweise mehr. Oh, jetzt seid ihr aber fies. Wie würde ich denn sonst drauf kommen? Da war irgendwas mit Kettenhund Zielschießen mal, oder? War da nicht mal irgendwas mit Kettenhund Zielschießen mit Kettenraserei in Dinohöhle? Ziel auf, warte, auf Turm hinter dem Wasserfall. Tick-Tack, guten Morgen, aufräumen der Dino-Höhle mit Kettenhund ins Schwarze. Ach, hier, ein Kettenhund ins Schwarze habe ich schon. Dann fällt mir jetzt auch nichts ein. Weiß ich tatsächlich nicht, wo die restlichen Powermonde versteckt sein sollen, ne? Ich meine, wo zur Hölle sollen die sein? Auf jeden Fall ist ja da noch einer oben. Ja, dann fehlen mir noch 5 Powermonde. 5 fucking Powermonde würden mir dann noch fehlen. Okay. Ganze 5.
Ich nehme es mal so hin. Ich würde sagen, ich verlasse jetzt dieses Kingdom. Hier ist alles getan, was ich tun wollte. Wenn es gar nicht mehr möglich ist, weitere zu finden, was ich wirklich glaube. Weil ist ja einfach so. Es gibt nichts mehr, wo man was finden könnte. Oh, die ganzen Sticker auf der Odyssee jetzt, ne? Das sieht so fresh aus. Dann... Wenn das so ist, dann... Und ich nichts weiter finde, dann war's das. Dann war's das. 98 Monde. Oh, ganz knapp an der 100. Dann ist es das gewesen. Ja. Würde ich sagen... Ich reise ins nächste Land. Und zwar... ins Forstland. Mega coole Sache auf jeden Fall. Ich beende ab hier den Part, dass es im nächsten Part dann richtig cool mit dem Forstland weitergehen kann. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns in einem riesen Kingdom wahrscheinlich wieder. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist ein großes. Es sieht schon groß aus. Sehen wir uns in einem großen Kingdom wieder, wo ich ziemlich viel Hoffnung reinstecke, dass es genauso cool wird wie die vorigen. Oh ja, viel Spaß. Ja, und bis zum nächsten Mal. Und keine Ahnung, was ich hier gelabere. Fucking Spaß.